weiß, du kommst. Was geht, meine Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Infliction. Heute mal ein bisschen leiser, wir haben es schon 4 Uhr morgens. Ich habe schon 3 Parts hintereinander aufgenommen. Die anderen Leute hier im Haus wollen sicher schlafen am Mittwoch unter der Woche. Ich glaube, die haben keinen Bock, meine Schreie zu hören. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie ich auf den nächsten Teil. Das gehört nicht zu dem, was ich wollte. Das Spiel startet ja schon mal super. War der einfach da drinne? Also mit der Kamera, habt ihr gesehen, kann man den Geist vertreiben. Das Problem ist jetzt aber, dass die sauer ist. Als ob die so schnell wieder da ist. Ja, super. Genau. Also, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich würde mich natürlich über ein Like freuen. Leute, ihr kennt das Ganze. Ich find's super. Ihr liked, ihr guckt, ihr macht, ihr tut. Ich find's cool. Weiter geht's. Du, hat sie mir ins Gesicht getreten? Nein, nein, nein. Ist natürlich fragwürdig, wie ein Geist mir ins Gesicht treten kann. Oh Gott. Oh Gott. Erschrecke ich mich auch jedes Mal, ey. Ich glaube, ich muss das Mikro ein bisschen leiser machen. Das übersteuert ein ganz klein wenig, habe ich das Gefühl. Und das wollen wir ja nicht. Ey, ich muss ja schon fast mit der Kamera vor dem Gesicht durch die Gegend laufen. Erinnerungsgegenstände, enthüllten Element. Ah, das kennen wir alles schon. Ja, genau. Okay, dann müssen wir das Ganze jetzt ein bisschen anders angehen. Einfach durchrennen, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns schon weiter, aber es bringt uns nur sehr langsam weiter. Und wir wollen ja auch irgendwann mal das Spiel beenden hier. Ich will ja wissen, wie das ausgeht. Ich will ja wissen, ob wir es schaffen, den Geist zu befreien. Also ganz ehrlich, wenn wir wirklich der Mann sind, dann sollten wir wenigstens in unseren letzten Tagen versuchen, noch etwas Gutes für unsere Frau zu tun. Ich weiß immer noch nicht, wen wir spielen. What the fuck? Through the switch, bright light. She can't stand it. Das Telefon gibt uns Tipps, wenn wir zu oft gestorben sind. Leg den Schalter um, sie mag kein Licht, bla bla bla. Stopp! Stopp! Was mache ich denn? Ach! Ich habe auch die Kamera ein bisschen düster reingestellt. Vielleicht müsst ihr mir mal sagen, wie ihr das findet. Genau. Mit so einem orangen Licht von hier vorne, hier da, habe ich so ein orangenes Licht von vorne, was das Ganze ein bisschen düsterer machen soll, passend zu den spannenden Let's Plays hier oder Gameplays. Da hinten, die könnte ich ja eigentlich auch mal ein bisschen dunkler machen, so. Nee, so orange. So ist gut, ne? So finde ich es gut, ja. Das gefällt mir. Warte mal. Die ist ja in dem Raum drinne. Aufessen, sonst gibt's kein schönes Wetter, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. Weg mit dir. Leg den Schalter um. Sie mag kein Licht. Bla bla bla. Ich weiß, du kommst. Ich konnte nicht mehr drücken. Wie sollen wir das denn machen? Scheiße. Das Problem ist, sobald wir aus dem Raum rauskommen, sieht die uns ja links. Ach, dass es auch jedes Mal so lange dauert, bis man wieder im Spiel ist. Dann wacht der erstmal auf. Und dann muss der erstmal gucken, wo der ist. Und dann macht er die Augen auf und zu. Mein Gott. K-
Kann ich nochmal mit dem telefonieren? Das Telefon ist gar nicht mehr da. Leg den Schalter um, hat er gesagt. Die mag kein Licht. Ja, aber raus müssen wir. Ich laufe jetzt mal durch. Da, Schalter! Schalter! Drücken! Das war's. Das war's, die kommt. Mann, so schnell. Komm her, Mann. Ja, ich buchs dich, Mann. Komm her. Mann. Ah. Da waren die Schalter auch so schnell. Komm ich da gar nicht hin und ich erschreck mich doch auch jedes Mal so. Ey, Leute, an dieser Stelle, ey, freut euch auf die Parts mit dem Sinix, wenn der am Wochenende kommt. Ich habe ein richtig schlimmes Spiel rausgesucht. Ey, der wird sich einscheißen, das sage ich euch. Darauf könnt ihr euch richtig freuen. Das wird legendär, sage ich euch. Beste Videos auf meinem Kanal sein. Mindestens. Ich habe zwar auch überlegt, schon einen Livestream mit ihm zu machen, aber ich glaube, da warte ich noch ein klein wenig. Kommt die hier rein? Die ist vor der Tür. Guck. Nice. Okay. Da vorne läuft sie. Hört die uns? Ja, die hört uns. Okay, komm her. Komm her. Tschüss. Zu spät, sie ist wieder da. Oh, jetzt erschrecke. Verstecken! Komm schon, schnell! Licht aus! Oh, die dreht gerade voll am Rad, habe ich das Gefühl. Oh mein Gott. Ich hasse so Spiele. Ich hasse so Spiele. Also eigentlich hasse ich so Spiele nicht. Ich mag so Spiele. Nur das Problem ist, ich habe immer Angst bei so Spielen. Verstecken. Ich bin schon versteckt. Kann man sich mit E wieder entstecken? Ja, die läuft jetzt da vorne irgendwo rum und sucht uns. Die rennt ja Vollgas durch die Gegend. Was bringt denn das Verstecken, wenn die gar nicht mehr abhaut wieder? Ja, ich muss raus, es bringt nichts. Ja, komm, die rennt hier durch die Gegend wie von einer Biene gestochen. Also nochmal. Ja, jetzt kommt sie dann sicherlich von vorne oder sowas. Scheiße. Kommt. Los! Ich hab doch geschossen! Och Mann! Das ist unfair! Wir haben den Schalter umgelegt und dann war da hinten so das Büro. Genau. Ich muss gucken, dass ich das Kabel rausziehe und es bricht gerade Aufnahme ab und alles andere auch. Wenigstens wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Wir können nicht links, da sind die Türen zu, wir müssen nach rechts. Was, rechts oder links jetzt? Ich weiß es doch nicht mehr. Ach, Jonas, Mann. Ja, komm, komm raus. Komm raus. Wo kommt die jetzt? Tschüss. Ich gehe jetzt einfach mal gerade dahin. April, 1996. Ja, das war's.
hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So I was shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix a marriage. Maybe try to move past everything and start over. Last time we were at the cabin, it was so romantic until the freak show started. And I vowed never to go back, but what about marriage? I'll try anything to end this nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help, but I'm scared of how he'll react. Ist sie weg? An die Mitarbeiter. Ich habe vernommen, dass sich viele von ihnen über den fehlenden Zugang zum Empfangsbüro beschweren. Es wird weiterhin nur einen Schlüssel geben und dieser Schlüssel bleibt bei mir. Oh, sie kommt. Scheiße. Ich kriege auch jedes Mal einen Puls, wenn die auftaucht. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm. Jetzt eine ganz liebliche Pose. Jo, so ist brav. Na komm. Weg mit dir. Ach, verdammt. Drück den Knopf, drück den Knopf, drück den Knopf. Nein, was soll ich denn da machen, Mann? Die spawnt sofort im Raum, sobald wir selber diesen Schalter betätigen. Das heißt, wir müssen da irgendwas machen. Was steht da? Power. Aha. Warte. Jetzt. Ja. Ja, endlich. Und wie lange ist die jetzt weg? Jetzt nochmal das Tonband abhören, vielleicht gehört es nämlich dazu, vielleicht müssen wir das machen. Bitte kommt jetzt nicht wieder. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Mann! Es ist ja alles abgeschlossen. Wow, okay. Ich glaube nicht, dass man da was sieht. Nee. Meine Fresse, ey. Schöne Stimme. Nee, warte mal, die... Okay, aber ich glaube, wir können jetzt alles frei erkunden. Ohne uns Sorgen zu machen, dass die wiederkommt. Einfach mal so einen elektrischen Stuhl hier. Die könnte man wieder betätigen, aber muss man nicht mehr. Die ist ja nicht mehr da. Das heißt, meines Erachtens her müssten wir den Schlüssel jetzt eigentlich finden irgendwoher. Oder irgendwo hingucken, dass wir uns wieder so wegteleportieren. Aber hier ist ja nur der Raum offen, ne? Sag mal her. Oh? Was bedeutet das denn?
Da sind diese vier Zeichen aufgemalt. Okay, was bringt mir das? Pyramide, Kelch, Dreieck. Keine Ahnung, was das da oben ist. Unendliches Zeichen. Pyramide, Kelch. Ah! Jawohl, Alter. Manchmal die Rätsel hier. Pyramide, Kelch. Das war schon richtig. Ne, Kelch, Dreieck. Und dieses Unendlich-Zeichen. Ich hab's doch geschafft. Als ob die jetzt so schnell angerannt kam. Ja, kann die wiederkommen? Ich weiß es nicht. Mann, ich würde mir das gerne angucken, aber ich habe Angst, dass sie von hinten angerannt kommt. Können wir bitte raus? Krass. Ich wette, wir kommen jetzt im Keller unten raus. Die steht da. Mach mir auf! Tu doch nicht so kindisch! Und jetzt? Ich habe Angst. Ich habe jetzt echt nur noch Angst. Oh, da war noch eine Tür. Was ist das? Wieder so Eingeweihte. Nee, warte, ich mach hier lieber. Ich glaube nämlich, der Geist kommt da nicht so gut durch. Okay, das war wie eine Art Portal. Okay, okay, okay. Wir brauchen aber immer noch... was brauchen wir eigentlich denn? Mann, dieses Erbstück. Was denn für ein Erbstück? Ist das nicht... Ist da keins... Ist das nicht irgendein Erbstück? Nein? Okay. Hallo? Auch kein Erbstück? Okay. Gut. Geh mal wieder runter. Wo sind wir denn hier gelandet? Stift. 10 links. Warte mal, nee, das kann man sich merken. 10, 50, 5. Links, rechts, links. 10, 50, 5. Das ist der Schlüssel, glaube ich. 10, 50, 5. 10, 50, 5. Links, rechts, links. Hm? Kommen wir hier raus?
Nee. Hoch geht auch nicht? Habe ich was übersehen? Hier bei den Schreibmaschinen vielleicht oder so? Nee. Hier irgendwas? Oh Gott. Oh, ich dachte, wir müssen jetzt hier in das Bild rein. Das wäre mir jetzt zu viel gewesen. Ganz ehrlich, das wäre mir jetzt zu viel gewesen. Nee. Die müssen wir auch nicht machen. 10, 50, 5. Links, rechts, links. Steht da was? Nee. Komisch. Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Was müssen wir hier machen? Komm, okay, wir können natürlich gucken, ob wir da oben rauskommen. Genau. Nee. Oh, da vorne steht einer, guck mal. Okay, scheiß auf den. Warte mal. Nee. 10, 50, 5. Auch nichts. Hier kommen wir auch nicht raus. Und hier ist nichts. Auch nicht. Irgendein Rätsel. Wahrscheinlich, wo man drehen kann, nach rechts oder links. Muss ich ein Bild von denen anschauen? Das da vielleicht? Auch nicht. Hä? Kann man den Kronleuchter bewegen? Auch nicht. Gott, was ein Vieh. Nee. Oder? Brennbar. Ich komme hier nicht rein. Das bringt mir nichts. Was? Hä? Von wo kommt das denn jetzt? Wieso fallen dann da Gedärme runter? Hä? Jetzt sind sie weg. Ich glaube, das war ein Bug eher. Was müssen wir denn machen? Hey, du da. Nothing. Auch nicht. Ich komme nicht drauf, Leute. Ich glaube, ich werde den Part jetzt hier beenden an der Stelle. Und mir mal über die Nacht Gedanken machen, wie es hier weitergehen könnte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein positives Feedback von euch freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif.
euer Nia und ciao.